herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott ist groß. Das lesen wir auch in Psalm 8, Vers 4 und 5. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Er kümmert sich um dich. Ist das nicht großartig? Dieser große Gott kümmert sich um dich, um jedes einzelne seiner Kinder. Ja, das ist wunderbar. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Segne dich selbst? Fragezeichen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Segne dich selbst. Das sagst du, ja, geht ja nicht. Das macht Gott. Das ist nicht meine Sache. Ja, in gewisser Maßen schon. Aber das ist auch so, wenn du über deinem Leben, was du über deinem Leben aussprichst, das bist du. Das wirst du erfahren. Somit passt auch der Satz, segne dich selbst. Spreche wirklich den Willen Gottes über dich aus und es wird geschehen. Da hast du wirklich eine Kraft und eine Macht in deinen Worten. Spreche Gottes Willen über dein Leben aus. Und ja, spreche Gottes Gesundheit über dein Leben aus. Sag, in deinem Namen, Jesu, bin ich gesund. Danke für meine Talente. Zähle sie auf, du kennst deine Talente. Vielleicht noch nicht alle, aber bestimmt einige. Danke, Herr, dass ich ein Sieger sein darf in dir. Danke, Herr, dass in mir deine Erlösung ist. Das, was du über deinem Leben aussprichst, das bist du und das wirst du erleben. Danke, Herr, dass in Worten so viel Macht ist. Und lass uns nicht Quatsch reden, lass uns nicht uns kleinreden, Herr, sondern lass uns wirklich deinen Willen und Herr, deinen Willen über unserem Leben aussprechen und dass wir ihn erleben und Freude daran haben. Danke, Herr. Amen. Amen. Und auch heute haben wir wieder viele Gebetsanliegen und ein Mann schreibt uns Folgendes. Liebes Missionswerkteam, bitte betet mit mir und steht im Glauben für meine Genesung und Heilung ein. Bei mir wurde ein Nierenstein und Gallenstein und eine Zyste an der Niere diagnostiziert. Auch einige Blutwerte stimmen nicht, aber ich glaube an die Heilung von Jesus und sein übernatürliches Eingreifen. Eben, dass alles wieder gesund ist in meinem Körper. Ja, und Gott tut Wunder und das bitten wir jetzt. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Mann kennst, der mit Nierensteinen, Gallensteinen und einer Zyste zu tun hat. Und ich danke dir, dass alle diese Organe wieder in die göttliche Schöpfungsordnung zurückkehren und dass alles wieder ganz normal funktioniert, dass jeder Stein und jede Zyste verschwindet und eintrocknet und austrocknet und einfach verschwindet. Danke, Jesus, dass auch die Blutwerte wieder vollkommen in Ordnung kommen. Danke, Jesus, dass dein heilendes Blut jetzt durch seine Adern fließt und ihn völlig reinigt von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet. Liebe Freunde, bitte betet für die Besserung bzw. Heilung meiner Borreliose-Erkrankung, die derzeit vor allem starke Schmerzen in der rechten Hüftmuskulatur bewirkt und große Steifigkeit bis zur zeitweisen völligen Bewegungslosigkeit und weiter für die Heilung der damit verbundenen Parkinson-Erkrankung und meine anhaltende Schlaflosigkeit. Jesus, und diese Frau braucht eine Rundumerneuerung und ich danke dir, dass du einfach eingreifst, dass diese Borreliose-Krankheit besiegt ist am Kreuz von Golgatha und wir entmachten sie im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass auch all diese Folgeerkrankungen sich auflösen in ein Nichts, weil du, der Heiler, eingreifst. Danke, Jesus, dass du da mitten drin bist und alle Muskeln und alle
Knochen wieder in die richtige Funktion bringst, auch die Parkinson-Erkrankung, dass sie entmachtet ist und verschwindet. Und ich danke dir, Jesus, dass du Frieden in ihr Herz gibst, dass sie auch wirklich gut schlafen kann. Danke, Jesus, dass sie wirklich eine Rundumerneuerung bekommt von dir. Danke, Jesus. Du bist der Herr, der das zu tun vermag. Und wir glauben an ein Wunder. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns einfach dein Anliegen. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Per E-Mail erhielten wir dieses Gebetsanliegen. Hallo, mein Problem ist, ich falle plötzlich hin. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe leider erst einen Termin bei einem Neurologen in 2 Monaten. Und dann dauert es weitere 3 Monate bis zur ersten Untersuchung. Bitte betet für Heilung und dass der Neurologe herausfindet, was mir fehlt und dass ich in der Zwischenzeit nicht mehr falle. Ja, Herr, danke. Danke, dass du die ganze Situation kennst und danke, Herr. Herr, dass wir wirklich Stabilität in diese Nerven hineinrufen dürfen und auch im ganzen Gleichgewichtsorgane. Herr, ich danke dir dafür, dass du wunderbar Weisheit dem Neurologen schenkst. Aber Herr, danke Herr, dass wir glauben dürfen, Herr, dass dieses Fallen ein Ende hat. Und ich danke dir dafür, Herr, danke Herr, dass du der bist, der weiß, wo es fehlt und dass du der Heiler bist, genau an dieser Stelle. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und immer wieder bitten uns Menschen um Gebet wegen Krebserkrankung, wie auch diese Frau. Bitte beten Sie für mich um Heilung meiner Krebserkrankung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gebetsunterstützung. Ja, Krebs ist sowas von verbreitet, hat so viele Formen und Nuancen. Aber Gott ist größer und dafür dürfen wir danken und auch beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jegliche Art von Krebs und wie das Zeug alles heißt, Herr, dass du es besiegt hast. Und auch in dieser Person, danke, Herr. Danke, Herr, dass wir auf das Wunder warten dürfen und erleben dürfen. Und danke, Herr, dass dieser Krebs weichen muss in deinem Namen, Jesu, in deiner Kraft und in deiner Fülle. Amen. Amen. Wir freuen uns über jede Gebetserhörung und Gott kümmert sich wirklich um alles. Anfang April habt ihr für mich gebetet. Ich kann euch von einer wunderbaren Gebetserhörung berichten. Kurze Zeit später habe ich durch einen Flyer erfahren, dass Frauen aus im unmittelbaren Umfeld Einkäufe für ältere Menschen erledigen. Dieses Angebot nutze ich regelmäßig. Ich bin sehr dankbar, wie Gott auf seine Weise eingreift. Und eine Gebetserhörung von der Gebetsnacht. Ich hatte euch gebeten, in der Gebetsnacht für unseren Enkel zu beten, der videospielsüchtig und von allerlei Süchten und Aggressionen gebeutelt war. Jetzt spielt er nur noch ganz kontrolliert und manchmal eine ganze Woche lang gar nicht. Nichts lässt mehr auf eine Sucht zurückschließen. Ich habe ihn vorher nie so glücklich gesehen. Ein weiteres Anliegen hatte ich in der Gebetsnacht für unsere Tochter an euch gerichtet, damit alle Wunden ihrer Kindheit heilen. Kurz nach Ostern hatte sie eine ganz ungeheure Heilung erlebt. Sie ist glücklich geworden. Ich bin dem Herrn zutiefst dankbar für sein Wirken und euch für euer Gebet. Wie wunderbar! Und auch diese Frau erfuhr Gottes Hilfe. Anfang Mai wurde mein PayPal-Konto gehackt und für fast 1000 Euro eingekauft. Alle Versuche, über das Hilfsprogramm die Sache zu klären, scheiterten. Das Geld war bereits abgebucht. Ich schickte ein Gebetsanliegen an euch. 4 Stunden später bekam ich die Nachricht, dass meine Daten in betrügerischer Absicht missbraucht worden seien und der Betrag sich schon auf der Rückzahlung befände. Eine große Last ist von mir abgefallen. Gott hat eingegriffen. Es ist großartig, wie Gott durch Gebet eine große Not löst. Danke für euren Dienst. Ja, Gott kümmert sich wirklich um alles. Ist das nicht wunderbar?
Gott kommt auch mit den ganz neuen Medien klar, wo wir vielleicht noch Probleme haben oder die ein Problem sind. Die neuen Medien und all die neuen Dinge haben ja auch viele Gefahren. Aber Gott ist auch darüber und löst auch da Probleme. Ach, das ist so wunderbar. Das ist so herrlich. Und hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, dich wieder herauszufordern mit dem Tipp des Tages. Segne dich selbst. Du weißt jetzt, wie das funktioniert. Mache es. Wenn wir hier die Sendung beenden und du einen Moment Zeit hast, dann segne dich wirklich selbst. Sprich den Willen Gottes aus über deinem Leben. Herr, ich danke dir, dass du mir einen tollen Tag schenkst. Du wünschst mir einen tollen Tag. Du schenkst mir einen tollen Tag. Danke, Herr, dass du mich, meine Kinder segnest und so weiter, was dir im Moment gerade einfällt. Und ich sag dir, mit dem wirst du leben und du wirst es erfahren. Wenn du Hilfe brauchst, schick uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wir freuen uns immer über dein Feedback, den auch Isolde gerne am Anfang der Sendung vorliest. Und wenn du unseren Gebetsleitfaden möchtest, dann bestelle du ihn. Wir senden ihn dir recht gern kostenlos zu. Und die Zeit ist schon wieder um und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles, alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.